Hello people, so. Willkommen zurück zu Let's Play Super Sieg World Number 8. So. Zack. Zack, zack. Okay, haben wir eine schöne dunkle Palette und ich weiß jetzt nicht, ob es hier ein Secret Exit gab. Da bin ich jetzt wieder mal ein bisschen überfragt. Bekannt kommt mir das Level jetzt seltsamerweise nicht vor, muss ich ehrlich sagen. Obwohl das ja in Sieg World 8 vorhanden gewesen sein muss. Weil andererseits wäre es ja nicht hier. Wobei, jetzt wo ich darüber nachdenke, bin ich mir recht sicher, dass das ein Level aus Welt 8 gewesen ist. Weil das ja diese Dunkelheitswelt war, die letzte Welt. Also voller Dunkelheit. Und ich glaube, diese Stelle kommt mir sogar wieder bekannt vor. Ach nö. Zack. So. Miau. Oh, Hilfe. So, runter da und so. Bams und nochmal Bams. Also ich weiß aber wirklich nicht mehr, wie das Level funktioniert. So, hier kriegt man eine Feder. Ja, also hier kriegt man sogar eine Doppelfeder. So. Man kann eigentlich ganz einfach rüber. So. Okay, ich meine, hier musste man fliegen. Was anderes würde zumindest keinen Sinn machen. Hilfe. Ja, nur das Problem ist, wenn Mario zu lahm ist, ja, hält er sich nicht mehr in der Luft. Das ist hier so irgendwie das kleine Problemchen. So. Und falls ich hier kein Secret Exit finden sollte, kann ich auch immer noch auf einem anderen Spielstand nachgucken. Da habe ich alles. So. Also keine Sorge, ich habe ja alle Secret Exits. Zack, Hilfe. Ihr blöden Mistgeister, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Frieden. So, stirb. Zack und... Oh! Mann! Mann! Okay, das Level war nicht einfach. Ich erinnere mich ja schon, Spiel. Mein Gott. Bam, bam, bam. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie das da ging. Aber irgendwie fliegen musste man schon. Das ist auf jeden Fall jetzt klar. So, weg mit dir, Säge, du nervst. Stirb und nochmal stirb. Die 2 times, please. And I don't need the second feather. Yes, I speak English, because it makes fun to speak English. You know? Nee, Spaß beiseite jetzt. Fliegen wir richtig. Och, nö. Ah. Manometer. Zack, 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 zack. So.
Oh Gott, Hilfe. So. Spin Jump und Feder. Okay, zack, noch eine Feder, please. Thank you. So leicht kannst du mich nicht umbringen. Ich lasse mich nicht so leicht ermorden. Spiel. Mann, Biro, warum kannst du dich nicht mal in der Luft halten? Du dämlicher Mistklempner. Ah. Das für sowas hasse ich dich, Mario. Du bist nicht mal fähig, mal hoch in der Luft zu fliegen, ohne sofort runterzufallen. Vielleicht sollte ich auch einfach überhaupt nicht. Mich auch überhaupt nicht bemühen, da irgendwie. Ach. Mann. Zack. Und nochmal zack. Oh, Mr. Feder. Jetzt bist du aber bitte besser als eben. Und die Statue dreht sich wohl nicht um. Das heißt, man kann da wohl nichts tun. Es ist nichts zu machen. Mein Gott, dieser Sack hängt wie ein Klops in der Luft. Mein Gott, das kommt davon, wenn man zu fett ist. Ach, ich hasse das Fliegen. Zumindest fliegen, wenn das nur so langsam scrollt. Boah, ich glaube, vielleicht ist es einfach nur die richtige Strategie, ein bisschen länger zu warten. Ach, Mann. Ach Gott. So. Nein, nicht schon wieder dieser Scheiß. Oh. Oh, komm da hoch. Hoch da drauf. Mann, Mario, du dummes Arschloch. Mein Gott, ich dachte gerade, ich hätte es geschafft. Dann hängt er wieder wie so ein Klops in der Luft und kommt nicht mal hoch. Ach Gott. Mann. Hilfe. Zack. Ach Gott. Ich hasse dieses Level. Mein Gott. Ihr dämlichen Mistgeister. Lass mich in Ruhe. So, geschafft. Ja. So.
Bitte! Versage nicht! Endlich! Verdammter Kack! Endlich hat er es mal geschafft! Der dämliche Klempner. So, und wehe, du verreckst mir jetzt, Mario. Okay. Mir wird mein Dingsbums gleich wieder genommen, ich weiß ja. So. Komm her, du Geist. Macht keinen Sinn, jetzt schon den Bock zu nehmen, weil der wird eh verschwinden. Okay, die beiden müssen jetzt sitzen. So. Weil wenn einer davon daneben geht, dann haben wir verloren. Aber schön ist diese Buhu-Boss-Kampf-Idee schon. So. Endlich ist dieses Level fertig. Sieht aber nicht so aus, als ob es hier ein Secret Exit gäbe. So. Und natürlich muss es wieder scrollen. Okay, Doki. Ich werde aber nicht ruhen, ehe ich nicht zumindest noch ein Level geschafft habe. Weil ein Level in einem Part ist einfach viel zu wenig, wisst ihr? Ach, na gut, eine Blume, die hilft eh nicht viel, aber... Ach komm, Pilz müsste auch schon reichen. Es sind ja eh nur 300 Sekunden Zeit. Zack. Hilfe. So. Boing, boing, boing. Zack. Ja, und ich laber mal wieder gar nichts, so wie das so typisch ist für mich, wisst ihr? Okay, hallo Leben, danke schön, dass du da bist. Ich hätte mit dir nicht gerechnet, Mr. Leben. So. Wollen wir ein bisschen vorspulen? Zack. Och nö. Nein, 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 ich will nicht. So. Wop. Und geschafft. Yes. Okay. Zumindest können wir noch das Fortress machen. Also, das war das, wo man runterfallen konnte. Allerdings war man nicht tot, wenn man runtergefallen ist. Das war das Interessante. Man kam dann irgend so eine Alternativroute zum Boss oder sowas. Aber ich glaube, die habe ich damals schon genommen. Als ich Secret 8 Let's Played habe. Ich glaube, da habe ich es nicht hingekriegt, mich umzuhalten. Ich werde es hier mal versuchen. So. Also, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, das war so einfach nicht, sich hier die ganze Zeit umzuhalten. So. Zack. Es könnte auch sein, dass ich es hingekriegt habe. Aber gesehen habt ihr das da auf jeden Fall. Zack, so, und hier gibt es dann nur noch Mannschaft. Am Boden. Ja, und dann kam man hier hoch und konnte zum Boss. So. So, spuck, spuck. Nein, nicht töten. Ihr seid viel zu schlecht, um mich zu töten. Seht ihr? Wir können ja noch nicht mal richtig zielen. So. Machen wir dieses Cave-Level noch? Nee. Dann machen wir jetzt beim nächsten Part weiter. Das ist so ein schöner Punkt, um aufzuhören. So, das war's dann von mir. Bis dann. Tschüssi.